Hey Leute, willkommen zu einem neuen AW-Video. Als ich das letzte Mal AW gespielt habe für das Video mit den Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg, habe ich in der Kiste diese Waffe gezogen. Lever Action, glaube ich, heißt die, und das ist eben eine DLC-Waffe für AW, die ich davor irgendwie noch nie gespielt habe. Und ich habe mir gedacht, die müssen wir auch in einem Video testen. Das heißt, heute gibt es nochmal ein bisschen AW. Hat ja einigen von euch auf jeden Fall gefallen und ich denke, es ist eine schöne Abwechslung zu dem ganzen Black Ops 3 Content, der kommt. Und ja, testen wir die Waffe, schauen, was damit so funktioniert. Okay, wir sind auf Biolab. Ich bin gespannt, ob hier was funktioniert mit der Waffe. So ein bisschen vorsichtig müssen wir wahrscheinlich vorgehen. Nein, von der Seite kommt er natürlich. Aber ich glaube, die Waffe ist wirklich 2-Hit-Kill. Kann das sein? Habe ich wirklich nur 2 Hits gebraucht? Das wäre halt ziemlich krass eigentlich. Gut, man hat natürlich viele Nachteile, das darf man nicht vergessen, aber trotzdem 2 Hits. Machbar, meistens auf jeden Fall. Nicht immer für mich, wie es aussieht. Das ist halt mein Konsolen-Aim. Oh, wobei, den habe ich ganz gut erledigt. Locker kommen hier noch welche, oder? Oh, get wrecked. Nice. Nein. Und der kommt aus dem Nichts. Aber ich glaube, ich mag die Waffe. Ich glaube, ich mag die Waffe wirklich. Ich kriege die Leute damit ganz gut weg. Hey, warum sind wir zu zweit? The fuck? Ja, ich gehe raus. Da bleibe ich natürlich nicht drin. Na komm, geh auf. Elite. Man muss sagen, die Supply Drops in Advanced Warfare haben schon den geilsten Sound. Wenn dann immer dieser Typ Elite schreit, mag ich wirklich. Ich muss sagen, ohne diesen komischen Ring, der da immer zugehen würde, wird mir die Waffe schon um einiges besser gefallen. Ich habe das Gefühl, dass so irgendwie komplett die Sicht einfach versperrt wird. So, der kommt hier raus, oder? Der ist hier direkt, der ist hier direkt. Hä? Ist der... Oh. Hä? Was ist jetzt passiert? Wo war der denn jetzt? Irgendwo wurde angezeigt. Oh fuck, ich glaube, er spielt Shotgun. Oh, get wrecked. Okay, wir warten hier, wir campen. Jetzt dann nirgendwo raus und instant gekillt werden. So, den haben wir auch. Komm schon, komm schon. Okay, von hier links könnten welche kommen. Oh, wie ist Call? Und hinter uns. Nein, 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 nein. Teammate, hast du ihn? Oh, wir haben ihn noch. Schön sneaky spielen. Nein, er wusste leider, wo ich sneaky spiele, schade. Die Waffe ist echt ein bisschen komisch. Es macht zum einen Spaß, wenn du die Leute bekommst. Zum anderen fühlt man sich manchmal aber auch absolut irgendwie im Nachteil, habe ich das Gefühl. Was habe ich hier eigentlich für eine Fähigkeit mit dabei? Was macht denn das Ding? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ach, da oben kann man hoch. Natürlich. Da hat er gerade auch gecampt. Okay, ich verstehe. Deswegen konnte ich ihn nicht sehen, als ich da reingeguckt habe. Das stand einfach da oben. Okay. Haben wir? Ja, und jetzt sind sie alle wieder hinter mir. Lassen wir mal vorbei, damit wir kurz nachladen können. So, was machen sie? Hallo? Oh, da habe ich nicht mal ein schlechtes Gewissen bei dem Typen. Das war der, der mich die ganze Zeit weggecampt hat. Oh shit. Mann, dieser Anvisierring versperrt einfach zu viel. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten nervt an der Waffe. Ich sehe da ja gar nichts. Kommt der hier hoch? Der kommt hier hoch. Na komm. Dankeschön. Teammates, gute Arbeit. Lol, wie sie alle da drin stehen. The fuck? Das war jetzt echt ein bisschen komisch. Würde ich einfach mal behaupten. Nice, den haben wir auch. Komm vorbei, vorbei, vorbei. Jungs, wir leben noch. Keiner rein? Nice! Systemhack, Leute. Fucking Systemhack. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, der ist unten. Komm, den holen wir uns auch. Den holen wir uns auch. Hallo? Hier geblieben. Oh, einer spawnt hinten. Nein, alle spawnen hinten. Okay. Oh, get wrecked! Holy shit. Ich mach Kiss. Ich mach plötzlich Kiss. Was ist hier gerade los? Nice. Oh, jetzt liebe ich die Waffe gerade. Plötzlich liebe ich sie doch. Sobald ich ein paar Kills mache, bin ich dann doch irgendwie Fan. Nice, Alter. Was war das noch für ein geiles Ende? Das freut mich gerade wirklich. So, wir spielen die Waffe jetzt wirklich mit einem Rotpunktvisier. Sieht absolut fehl am Platz aus. Aber wir gucken mal, was damit so funktioniert. Den haben wir auf jeden Fall. Okay, es ist schon irgendwie, es ist ein großer Unterschied. Das andere Visier war wirklich heftig. Ah! Er spielt irgendeine Shotgun. Ich glaube, die habe ich sogar auch gezogen. Nice.
Können wir auch irgendwann mal spielen. Komm, nachladen, nachladen. Von oben, glaube ich, kommen welche. Oh, das ist so viel besser mit dem Visier. Oh, get wrecked. So viel besser. Ist der Wahnsinn. Plötzlich treffe ich was. Allerdings sollten wir hier vielleicht mal ein bisschen weg. Ich glaube, wir haben da jetzt lang genug gecampt. Oh, komm. Komm nicht durch, oder wie? Ich wollte nicht... Ich habe aus Versehen geschlagen, Leute. Was ist da denn jetzt passiert? Ach, da oben campt er. Oh, und die kriegen wir auch. Okay, wir haben alle Streaks. Sollen wir rechts sein? Hauen wir mal das ganze Zeug raus. Holy shit. So funktioniert es ja plötzlich. Oh, ich bin so gespannt auf den Goliath. Wie war das? Oh, wie geil da die ganzen Streaks reinkommen. Schaut euch das an. Das ist schon wunderschön, oder? So, schauen wir mal. Oh, shit. Das ist leider jetzt der Standard-Goliath. Also für die Dinger gibt es dann eigentlich noch bessere Ausrüstung, die ich jetzt nicht mit dabei habe. Man kann jetzt seine ganzen Streaks so ein bisschen upgraden und so weiter in dem Spiel. Ihr wisst Bescheid. Ist vielleicht nicht die beste Map für dieses Ding. Obwohl, doch, da haben wir noch einen. Oh, wie er wegkommt. Der Schlawiner. Ey, er kommt schon wieder weg. Ich glaube, man braucht Raketen für das Ding. Kann das sein? Sieht absolut mächtig aus, das Teil. Aber so richtig Schaden macht man irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Oh, du dachtest, du kannst mich von hinten killen. Selbstzerstörung wird mir gerade vorgeschlagen. Dann machen wir das mal. Hab ich damit gerade einen Kill gemacht oder explodiert das Ding einfach random? Okay, ja, wenn man ganz nah dran ist, macht man damit vielleicht einen Kill. Das kann gut sein. Weil es hat schon irgendwie ganz spaßige Elemente. Das muss ich jetzt hier einfach mal zugeben. So, die DLC-Waffen machen Spaß, auch wenn DLC-Waffen natürlich immer scheiße sind. Aber auch die Streaks irgendwie... Oh, ich will unbedingt das, was er da hat. Ich will das, was er da hat. Komm, 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 komm. Okay, was habe ich? Hä? Extras? Man, ach, stimmt. Es gab hier schon komischen Stuff auch. Man muss es zugeben. Man hat ja in diesen Abwürfen manchmal Extras irgendwie bekommen. Das war ja wirklich irgendwie eine strange Sache. Ist halt deprimierend, wenn du da dann irgendwie nur Shit hast. Oh, wir haben ihn. Nice. Oh, fuck, da ist einer. Rutsch, rutsch, rutsch. Und hier ist auch einer. Oh, get wrecked. Holy shit. Wir haben beide aneinander vorbeigeboxt. Nice, die Drohne wieder am Start. Leider bedeutet das nicht, dass wir auf einer krassen Streak sind. Ihr wisst Bescheid, die Drohne kriegt man einfach so die ganze Zeit. Und das hat sich gereimt. Oh nein, nein, nein. Irgendwie passt es nicht so zusammen. So ein Movement, was du nicht so wirklich präzise steuern kannst. Und dann Maps, wo du runterfallen kannst. Da bin ich kein Fan von. Ich bin aber Fan von dieser Waffe. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da für weitere COD-Videos. Lasst ein Abo da und aktiviert natürlich auch die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Soll ich mehr AW-Videos bringen? Habt ihr Bock auf das Game? Würde mich interessieren. Und ansonsten war es das von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.